herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann mit dem Tigerfahren. Hallo. Oh. Machen gerade Käseroulette. So, heute Nacht haben wir, was haben wir gekriegt? 28.000? Habe ich gelesen, gell? Oder habe ich mich da verlesen? Ich hab da keine Ahnung. So, du hast schöne Pflegebereifung auf deinem Fendt. Mhm. Dann weißt du ja, was das heißt. Oh. Einmal düngen. Mann, ey. So, ich guck nach dem Schweinefutter. 4000. Ich hab's vergewaltigt. 4400 beim. Oh, waren wir blöd. Warum haben wir nicht Kredit zurückbezahlt? Naja. Doch, komm, so viel ist das nicht. Heul nicht rum. 4000. Moment, ich bin mal gerade hier. 4400 gibt's für Schweinefutter bei der Raiffeisen. Ist schon mal besser wie zuvor. Warte, ich hol den Anhänger gerade weg. Stehst bei mir ja schon wieder doppelt rum. Hallo? Guck mal, wie perfekt ich das mache. Ja, ja, erst dreimal vor und zurück. Ja, aber besser als gar nicht. So, warte mal, der Akkuleine ist auch leer, gell? Wie ich denn? Da ist kein Dünger drin. Nee, den habe ich ja vorhin leer gemacht. Für die Saatgutmaschine. Ich guck mal gerade, ob ich den Akkuliner mit dem Ding zusammenkoppeln kann. Ich glaube aber nicht. Sollte nicht gehen. Hoffentlich nicht. Warum? Weil du sonst Unrecht hattest. Hm? Oh, es geht. Geil. Guck. Ich will nicht gucken. So ein Wind. Nee, geht nicht. Nur Späßle gemacht. So. Wolltest du mich verarschen oder was? Ja, mei. Ja, busy. Nee. Warte mal. Karl May? Nee, Karl May ist schon tot. So, ich bring das Schweinefutter mal weg zum Raiffeisenmarkt. Ich kauf dir noch was. Nur für dich. Was? Weil du das so gerne machst. Moment. Gerade rechts anfahren. Ich kauf dir noch was. Bring ich dir dann vielleicht sogar vom Händler mit. Was? Wie sie die Hardy haben? Nein. Was dann? Die Mega 2200. Ich will nicht spritzen. Wir brauchen aber eine. Ja, die Hardy. Flüssigdünger, Pflanzenschutz haben wir, glaube ich, noch am Hof stehen. Dann lasse ich nämlich das Gewicht hier. Dann kann ich die nachher auf dem Rückweg mitbringen. So. 40.000 mal 4,5 sind 120.000. Müsste es geben. Die Ladung hinten drin. Wenig. Ja, es steigt ja im Moment noch. Können auch noch ein bisschen warten, mir ist es relativ. Wenn steigend ist, dann warten wir. Ja, der Anhänger ist halt gebunden, weil irgendjemand den gleich wieder befüllt hat. Wofür brauchen wir den denn sonst? Wenn wir eine Hafer verkaufen, vielleicht steigt es ja auf 5000 auf einmal. Ne, auf 6000. Ist da einer leicht genervt? Nein. Nein? Hört sich aber so ein. So. Ja, dann warten wir halt. Mir ist ja wurscht. Upsa.
Ich kann ja dann erstmal den Streuer da nehmen und den Pflanzenschutz betreiben. Warum wird mir hier kein Triggerpunkt angezeigt beim Reifeisen? Ach so, falsches Gerät. Nee, falsches Gerät. War nicht aktiviert. Im Notfall einfach I drücken. Der Anhänger war nicht aktiviert. Ja, du kannst aber trotzdem, auch wenn du Frontlader ausgewählt hast, kannst du trotzdem I drücken und das lädt ab. Oh nein. Oh nein. Oh Scheiße. Ich glaube, das ist ein Geist. Ich glaube, der Tigerfarm ist gar nicht mehr da. Der ist schon gestorben. Das ist nur noch ein Geist. Hey. Hier auf dem Grab steht Tigerfarm drauf. Und drunter steht Tigerfrau ist auch schon gestorben. Oh nein. Guck mal, ab diesem Grabstein, die ganze hintere Friedhof, das ist die Varuna Family. Das ist alles gestorben schon, inklusive ja. Den Volker. Das ist zum Teil sogar wahr. Also nicht, dass sie hier liegen, aber auch dieser schönen Bänksche. Ah. So ruhig hier. Außer der Hahn, der schreit so laut. Naja, machen wir uns an die Arbeit. Ja, zumindest tun wir es so. Ey. Ja, so tun reicht auch. Ey. Du düngst jetzt gerade, gell? Das ist richtig. Das ist richtig. Diesen Satz habe ich immer gehört, als wir in der Challenge waren. Das ist richtig. Hm. So. Dann düse ich mal gerade rüber zu uns. Oh, nochmal eine Challenge hätte ja auch Bock. Ja, jetzt haben wir ja im Moment noch das RP am Laufen. Das ist ja... mager. Immer ein bisschen schwierig, also ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie lange das RP noch läuft, weil einfach die Aktivität der meisten Leute nicht passt. Also ich möchte es einfach mal so formulieren. Es gibt Leute, die sind eigentlich nie da, manchmal sind sie nur ein bisschen da und manchmal sind sie gar nicht mal erreichbar oder melden auch nichts zurück. Und so lässt sich so ein Projekt einfach schlecht spielen. Deshalb könnte es sein, dass das Projekt nicht mehr so lange läuft. Man muss einfach die Konsequenz aus der Aktivität ziehen. Und dann ist es so. Oder auch damals wie bei der Challenge. Die Challenge haben wir ja eigentlich frühzeitig beendet, weil wir das RP machen wollten. Ja, ich meine, da war eigentlich nur ich immer da als Elin. Ja, das war auch so. Das war auch ein bisschen schade. Vielleicht ist da eher eine Challenge nochmal möglich, die dann auch mit aktiveren Leuten oder mit... warte, da geht noch ein bisschen was rein. Mit ein paar zuverlässigen LU-Lern. Dann wäre das eher machbar. So. Gut, welches Feld hast du angefangen? Oh, ich muss Pflegebereifung drauf machen. Okay. Er hat kein Feld mehr angefangen, weil er ist gerade rausgeflogen. Schade. Hallo. Hallo, you are leaving the game. You left the game. Doch. Bei mir stand gerade, hat das Spiel verlassen. Schande. Ich bin noch jetzt. Nein, du bist rausgeflogen. Glaub mir. Bruder, ich muss da ganz dringend los. Danke, Telekom. Ich liebe dich.
Garten. So, dann nehme ich halt den Steier. Nee, Quatsch, wie heißt der? Zetor. Wenn ich komme, bin ich, oder? Hm? Ja. Soll ich kommen? Ja. Yep. So, der DJ ist wieder da. Hallo? Tigerfarm. Willst du mich veralbern, dann gick ich dich. Hallo? Ja, hast du gedacht, kannst du mich verarschen, ne? Klar, immer. Och nee, der Frontera kann auch kein Pflegebereifung. Ja, das ist witzig für dich, weil du musst dann... Du weißt, nee. Was du tun... Doch! Du kannst den Traktor bekommen, ja. Das nein, ist... nein. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Fendt fährt. Doch, du musst das Gaspedal drücken. Nee, kann ich beim Fendt nicht. Warum nicht? Innere Blockade. Okay. Aber erstmal muss ich düngen und danach darfst du Dings um. Danach darfst du. Kann ich ja nicht. Ich kann kein Fendt fahren. Das geht nicht. Na klar. Nee, da kriege ich Aggression. Ah. Ich guck mal nach dem Dingspreis gerade. Schweinefutter. Ja, der steht bei 4.411. Ja, toll. Ja, hätten wir doch für 11 verkaufen können. Was? Ach, egal. Verstehst du nicht. Was? Für 11 verkaufen? Verstehst du nicht, hab ich gesagt. Verstehst du mich nicht, oder was? Nee, probier mal Deutsch zu reden. Was ist Deutsch? Das, was du nicht kannst. Du müsstest eigentlich, übrigens, ich weiß nicht, wie der dänische Content ist. Oh, das passt sogar. Internet, YouTube. Aber du könntest theoretisch auf YouTube ja Dänisch machen. 16.000 Liter Diesel. Ja, ich bin jetzt kein Profi in Dänisch. Ich kann auch noch nicht so viel. Hey, da hat man klein angefangen. Ja. Ach, ich weiß noch das englische Let's Play. Von mir? Ja. Ach, da hast du ja auch in 2 Folgen mitgemacht, gell? Mhm. Oder waren es mehr? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube 4 oder so. Ja, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. So von der Art ist zu tun, Englisch zu sprechen in einem Let's Play. Es hat auch ein bisschen. Man kommt dann so ein bisschen rein. Mhm. Ich kann ja den einen Anhänger dann zurücksetzen, dann ist der direkt wieder am Hof. Das ist eine gute Idee. Aber jetzt verkaufe ich erstmal noch das Schweinefutter. Futter? Jupp. Du darfst dann gleich spritzen, ne? Nee, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Machen wir erst morgen. Dann darfst du morgen spritzen. Nee, ich kann kein Fan fahren, hast du vergessen? Ach, ich auch nicht. Du sitzt aber gerade schon drin. Ich kann kein Fan mit Unkrautspritze fahren. Eieiei. Was kann der überhaupt? Das kann man werden. Was kann der überhaupt? Hä? Was kannst du überhaupt? Was kannst du überhaupt? Nix und davon dafür sehr viel. Na, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Du kannst also nichts, okay? Ja, aber das sehr viel. Also, was ist wichtiger? Etwas zu können oder nicht? Etwas zu können. So, ich gucke jetzt mal, ob ich das hier kann. Nein, kannst du nicht. Du bist nämlich nicht Gott. Nee, so rum geht's nicht, aber ich glaube, es geht anders dran. Achso, nee, ist auch ein Kugelkopf, gell? Ja. Hm. Hat da keiner behauptet, dass ich Gott bin? Gottes Willen. Hoffentlich bin ich das auch nicht.
Ich hab ja auch gesagt, dass du nicht Gott bist. Ja, niemand hat behauptet, dass du Gott bist. Ich hab du nur hast gesagt, es behauptet. Dass du kein Gott bist. Du nee, hast behauptet. Nur, du hast gesagt, oh mein Gott. Nee, hab ich nicht. Ich hab gesagt, du bist nicht Gott. Da hab ich nicht gesagt, dass du Gott bist. Ja, es hat doch auch keiner gesagt, dass ich Gott bin. Nee, hat's auch nicht. Ja, also, warum sagst du dann, du bist nicht Gott? 170.000 hat es sogar gebracht. Ich dachte, es bringt nur 140.000. Ja, wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil. Ah ja, 40 mal 4, gell? Das ist 160. Edge. Habe ich mich leicht verrechnet. Macht der Kornschieber an? Ich glaube nicht. 40 mal 4,5, aber na gut. So, und weiter geht's. Was haben wir hier? 170, habe ich gesagt, gab's, gell? Oh, oh. Oh, oh, nein, nein. Okay, der ist fertig. 170. Alter. Und nochmal 90.000 sind 170, 190, 260.000 haben wir gemacht. Voll krass, oder? Ich zahle mal Kredit zurück. Warte. Müssen wir noch irgendwas unbedingt anschaffen? Kalkstreuer haben wir. Düngespritze haben wir. Saatgut haben wir. Wir haben alles. Gülle. Ja, das Modul nur 2. Gülle fast. Hä? Das Jostin. Das Jostin Modul 2. Gülle fast. Moment. Wo ist dies? Hier. Bei Güllefässer. Warum willst du das nehmen? Weil das gut ist. Ist aber voll klein. Kriegst halt deinen Samson Riesenteil. Nee, warte mal. Brauchen wir im Moment überhaupt ein Güllefass? Wir benutzen sowieso im Moment die Gülle für Dings da, für Saatgut. Nee, für das andere Dingszeug. Wir könnten höchstens noch eine Kalkproduktion starten. Aber dafür haben wir sowieso keinen Platz. Ja, siehst du, ich zahl jetzt zurück. Dann zahl zurück. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.